Battle of Horton. Und der erste Punkt für die junge Dame aus Machatschka. Hat in diesem Jahr 2 Titel gewonnen. Zu Beginn des Jahres in Australien an der sogenannten Goldküste, Gold Coast, also in der Nähe von Brisbane. Und dann das Aschenplatzturnier im Vorfeld der French Open in Straßburg. Game is Hingis. First game. Ja, ein klassischer Fehlstart für die Außenseiterin. Und Hingis also mit einem schnellen 1:0. Hingis hat rein zahlenmäßig in den Runden 1 und 2 klar gewonnen. Aber wer die Partie in Runde 2 gegen Jing Jiangyi aus China gesehen hat, diese Partie war lange Zeit offen und das 6:1 im zweiten Satz täuscht auch über vieles hinweg. Das war Schwerstarbeit für den Teenager aus der Schweiz. Der war zu lang. Fragender Blick von Hingis. Blick hinüber zu ihrer Mutter Melanie, die ungefähr auf Höhe dieser Grundlinie sitzt. Klare Entscheidung, war Fehler, war draußen. 0:15. Ja. Das nötigt gleich schon mal Respekt ab. Talaya, die junge Dame mit dem markanten Gesicht, auf allen Belegen zu Hause, statt im vorigen Jahr auch schon im Finale des Rasenturniers von Ross Mahlen, Herr Kogenbosch. Und auch gleich 0:40 beim ersten Aufschlagspiel der Turnierfavoriten. Game is Talaya. Nervöser Auftakt von beiden. Silvia Talaya. Gleich mit einem Rebreak. Ganz, ganz wichtig für sie. Spielt zum dritten Mal in Wimbledon. Hat in den Jahren 98 und 99 jeweils in der ersten Runde verloren. Jetzt also die ersten Erfolgserlebnisse in diesem Jahr, in den Runden 1 und 2. In den Jahren zuvor immer in Wimbledon dabei gewesen, aber nur in Roehampton in der Qualifikation für dieses Turnier. Zweimal gescheitert. 15 love. Gut und tief vorbereitet von Hingis. Ganz tief in die Rückhand ihrer Gegnerin gespielt. Dann wird der Ball zu kurz. Sehr souverän. Von der Wimbledon-Siegerin 97. Ich glaube, sie hat das Trauma aus dem Vorjahr überstanden, als sie hier gegen den Nobody aus Australien, gegen Jelena Dukic, in der ersten Runde verlor. Völlig von der Rolle. Streit mit der Mutter. Aber inzwischen soll wieder alles gut sein im Lager Hingis. Dritter Doppelfehler. Wieder Breakchancen. Silvia Talaya
aus Kroatien kann die Nervosität nicht abschütteln. Mehr ein Verlegenheitsschlag, dieser hohe Rückhandslice. Das war gar nichts. Noch eine Breakchance. Der Linie Mondball und wieder Gelegenheit für Hingis vorzukommen, ganz souverän. Da war Platz genug, aber Talaia verfehlt das Ziel. Drittes Spiel, drittes Break, wieder Break vor Martina Hingis. Der Vergleich der beiden zum ersten Mal auf Rasen gegeneinander. Ein einziges Mal haben sie gespielt, auf Asche, Clay also, Sieg Hingis. Das war in diesem Jahr im Achtelfinale von Berlin bei den German Open. Hingis gewann da 7-6 und 6-3. Das ist die Mama, den Stammkunden unter Ihnen, sicherlich seit Jahren ein bekanntes Gesicht. Melanie Molitor hat ihren Mädchennamen wieder angenommen. War zweimal verheiratet, einmal mit Herrn Hingis, dem Vater von Martina in der alten Tschechoslowakei, und dann mit Herrn Zock, von dem sie auch geschieden ist. Und jetzt ist sie ja schon seit 4 Jahren wieder mit Mario Widmer zusammen, der 2 Plätze rechts von ihr sitzt. Die beiden haben es sich zur Angewohnheit gemacht, ist ein bisschen bequemer, einen Platz leer zu lassen. Also auf Platz Nummer 38, da haben wir ihn jetzt im Bild mit der Baseball-Cap. Mario Widmer, der ehemalige Sportchef der schweizerischen Zeitung Blick, so etwas wie die Bild-Zeitung. Und seit Mai 98, also auch schon wieder seit 2 Jahren, hat Mario Widmer das Management übernommen. Ein Tick zu lang. Ja, ich glaube auch aus dieser Perspektive eindeutig, der Ball war aus. Zweimal ist gesagt worden, bin ich gar nicht so sicher. Weite Wege muss sie da gehen. Versucht mit dem gleichen Konzept hier zum Erfolg zu kommen. Ja, war gerade unten mit dem Schlägerrahmen. Im gleichen Moment war der Ball zum zweiten Mal auf dem Rasen. Silvia Talaia im Stall von Mark Percy, einem der besseren englischen Spieler aus den letzten 10 Jahren. Der sich da so einen kleinen Stall aufgebaut hat.
der vorhin zu Gast war auf Wimbledon 1 im Spiel von Huber gegen Tina Pisnik. Wird ihn auch dort gesehen haben. Jetzt ist er hier, wird sicherlich noch eingeblendet werden von den Kollegen der BBC. Auch verantwortlich für Silvia Talaia. Kein Spiel bisher ohne Breakchancen und bisher ist immer der Aufschlag gebrochen worden. Wieder eine Chance für die Kroatin. Sie läuft gut, sie kämpft. Vergebens in diesem Fall. Yes. Ja, wenn man hier auf dem Showcourt spielt, dann kriegt man schnell nochmal einen extra Sticker auf den Ärmel, ein bisschen extra Taschengeld. Da gibt es extra kleine Agenturen, die sowas von Spiel zu Spiel vermitteln, wenn man dann ansonsten nicht durch Werbeverträge anderweitig gebunden ist. Ah, zauberhaft! Spät zu sehen für Martina Hingis. Oh ja, und jetzt die große Chance zum 2-2. Der hatte Rückwärtsdrall. Yes. Ball sprang auf und ging wieder Richtung Netz. Sehr sorgsam vorbereitet, dieser Angriff. Und ich glaube, man darf sagen, souverän beendet. Let for service. Geschaut, was macht Hingis? Die war nach dieser Rückhand auf dem Weg in die Mitte und dann so ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt. Wieder Einstand. Advantage, Miss Hingis. Ja, da hat sie gewartet, dass der Ball ins Ausgehen würde. Nichts da. Der war genau an dem Fleck, an dem sich die beiden Linien begegnen. Und Konzentriertheit bei Silvia Talaia. Zweiter Spielball, Hingis zum 3-1. Nicht konsequent durchgelaufen, Hingis. Yes. Ist einen Meter zu weit vom Netz praktisch stehen geblieben und dadurch wurde dieser Ball, die tiefe Vorhand, sehr, sehr schwer. Advantage, Miss Hingis. Selbstschuld, Silvia Talaia spielt Hingis auf die Vorhand und dann darf sie sich nicht wundern, passiert zu werden. Hier, dieser Schlag.
statt die Rückhand Cross zu spielen. Also zum ersten Mal bringt eine Aufschlägerin ihren Aufschlag durch, wenngleich mit Mühe mit dem dritten Spielball. Zwei Breakchancen abgewehrt von Talaya. Und 3-1 die Führung. Und da haben wir Mark Petschi, der nebenbei noch Co-Kommentator auf der Herrentour ist, im englischsprachigen Programm. Die Masters Series, die ihn ja auch bei Premiere geboten wird. Also so ganz lukrativ ist das Coaching-Geschäft noch nicht. Da muss noch eine zweite Beschäftigung herhalten. 30-15. Aber er hat sozusagen seine Untertrainer, die sitzen auch neben ihm da, sogenannte Hitting-Partner, die immer dabei sind, wenn er mit Pisnik oder Talaya nicht unterwegs sein kann. Kein Spiel, auch das fünfte in diesem ersten Satz, ohne Möglichkeiten zum Break. Let for service. Zu schwach der zweite Aufschlag der Kroatin. Tingis hätte hier fast die Stühle verwechselt. 19 Minuten also gespielt und klare 4-1 Führung. Das ist mehr als die halbe Miete für diesen Satz und auch schon für das Match. Tingis einfach die sichere Spielerin, sicherer als Talaya zu Anfang. Ein paar unnötige Fehler, Anfangs Errors von Hingis, aber das hat absolut nachgelassen. Der Court füllt sich hier auf dem Einzel- und auf dem Center Court wird ja traditionelles um 14 Uhr Ortszeit mit dem Spiel begonnen. Es ist also hier die erste Partie. Weitere stehen an. Wir werden hier auch noch Serena Williams sehen. Querverweis ist gestattet. Auf Wimbledon 1 läuft die Fortsetzung der gestern abgebrochenen Partie Martin gegen Agassi. Dort führt Todd Martin im vierten Satz mit 5-2. Es droht also ein fünfter Satz für Andre Agassi in dieser Neuauflage des Finals der US Open aus dem letzten Jahr. Love 15. Fifteen all.
13-15. Die Kroatin lässt da schon so ein wenig den Kopf hängen. Hat gut angefangen hier. Und jetzt muss sie aber weit hinter der Grundlinie da agieren und damit werden die Wege lang und länger. Und irgendwann ist es soweit, wenn ausreichend vorbereitet worden ist von Hingis, dann geht sie vor und macht sicher den Punkt. 5-1. Das sah nach 10 Minuten nicht so aus, aber jetzt zieht Martina Hingis, die 19-Jährige, doch so langsam, aber sicher davon. So oder so, vergeblich gestreckt von Talaya. 15-0. Talaya hat immerhin in der Runde zuvor ihre Landsfrau Mirjana Lucic, die im vorigen Jahr im Halbfinale war, ein sensationelles Turnier hatte und erst in 3 Sätzen im Halbfinale an Steffi Graf scheiterte. Die hat sie besiegt, klar und deutlich, 6-2, 6-2. Und das soll schon was heißen. Und da war Martina Hingis sicherlich vorbereitet. Kräfte sparen, früh erkannt, keine Chance da ranzukommen. Hätte sonst gepasst. Der wäre schwer geworden für Hingis, aber so Netz und aus. Und Doppelfehler, Breakchance, Satzball. Der 5. Doppelfehler war es. Wir haben noch keine Asse gesehen. Ballwechsel, Satzball abgewehrt. Yes. Hingis.
Deuce. Auch mit dem zweiten Satzball hat es nicht hingehauen. Manchmal ist ja auch Martina Hingis nicht so ganz bei der Sache, wie in ihrer ersten Runde gegen Andreles Montolio. Da hat sie 8 Matchbälle benötigt. Aber es bestand nie Gefahr bei dem klaren Erstrundenerfolg. Gegen die Chinesin Yi, wie gesagt, war das schwerste Mal bis auf die letzte Viertelstunde. Das 6-4, 6-1. Ein bisschen Wiedergutmachung von Silvia Talaya für das phasenweise doch enttäuschende Spiel. Aber diese Rückhand haben wir jetzt zum dritten Mal gesehen und die ist blitzsauber und gefährlich zugleich. Knappes halbes Stündchen gespielt, 5-2, 2 Satzbälle haben wir gesehen, aber ich glaube, gleich wird Hingis zumindest diesen ersten Satz zumachen. Wer wird die Gegnerin von Anke Huber im Achtelfinale? Es sieht so ein bisschen nach der Weltranglistenerste Martina Hingis aus. Huber ja erfolgreich über Tina Pisnik aus Slowenien. Talaya in der ersten Runde gegen Irina Spirla aus Rumänien und wie gesagt Lucic in der zweiten Runde. Ihre beiden ersten Erfolge im Hauptfeld von Wimbledon. Spielt insgesamt ihr 10. Grand Slam Turnier. Die 22-Jährige hat sich lange auf kleineren Turnieren herumgetrieben und im vorigen Jahr dann endlich einmal ein paar Erfolge, auch Finalteilnahmen. Und in diesem Jahr, wie gesagt, 2 Turniersiege in Australien und kurz vor den French Open in Straßburg. Und das hat sie auf Platz 18 der Weltrangliste gebracht. Im Moment Platz 22, also eine der besten nicht gesetzten Spielerinnen. 5-2, neue Bälle. Hingis kann den ersten Satz zumachen. Love 15. Muss mich doch sehr wundern, denn der eine Ball hier, der war ja nicht ganz so viel, aber den habe ich auch deutlich ausgesehen. Anlass, Herr Ulrich schüttelt den Kopf, aber da gebe ich der jungen Dame aus Kroatien recht. Was sagt uns die Zeitlupe? Ja, der war draußen. Und das muss die Linienrichterin sehen. Sie hat nur ihre Augen für diese Linie zu haben. Fourteen, fifteen. Die Satzbälle 3 und 4. Mit Übersicht Martina Hingis zum 6-2. 30 Minuten, genau eine halbe Stunde gespielt. Eine klare Angelegenheit nach dem kleinen Break-Festival zu Beginn der Partie. 3 Aufschlagverluste, auch einer von ihr in Folge. Aber sie konnte zuerst ihr Spiel stabilisieren. Die noch 19-Jährige aus Trübach in der Schweiz, aber inzwischen ja mehr, wenn sie nicht auf der Tour unterwegs ist, in Tampa in Florida zu Hause, in Saddlebrook. Das Haus in der Nähe von Zürich in Bad ist wieder abgegeben worden. Inzwischen also in Saddlebrook ein Haus mit Pool.
ein schönes, ein großes Haus, haben mir Schweizer Kollegen berichtet. Aber nicht so, wie man das vielleicht denken sollte, wenn jemand schon allein am Preisgeld 13 Millionen Dollar verdient hat mit 19 Jahren. Also schön, praktisch, gemütlich mit allem, was dazugehört. Und natürlich gehören gute Trainingsbedingungen dazu. Das Hartmann Tennis Camp ist gleich in unmittelbarer Nähe mit 45 Plätzen. Dort gibt es alle Belege, also auch Rasenplätze. Man kann sich dort in Ruhe auf alles, was ansteht, vorbereiten.